Hallo Freunde der Sonne und willkommen bei eurem Schule zu einer neuen Folge Hogwarts Legacy hier auf meinem YouTube-Kanal. Und wie in der letzten Folge versprochen, geht's heute weiter mit der Hauptstory. Und dafür sollen wir uns hier oben mit Poppy treffen. Mal gucken, warum, wieso, weshalb. So, her mit dem Mondstein. Und dann warten wir mal kurz. Geht es Wolkenschwinge gut? Nati hat mir erzählt, was passiert ist. Natürlich geht's ihm gut. Was denkst du denn? Ich passe gut auf Wolkenschwinge auf. Sie ist sicher, Poppy. Versprochen. Gut. Was auch immer die Wilderer planen, Wolkenschwinge soll nicht in ihre Nähe kommen. Du sagtest, du wüsstest Neues zu den Wilderern. Und dass es mit mir zu tun hätte. Stimmt. Ich habe im Eberkopf was mitbekommen und... Sie haben den Befehl von Victor Rookwood, dich sofort gefangen zu nehmen. Hat das etwas damit zu tun, dass Rookwood und Harlow dich nach dem Trollangriff in den drei Besen belästigt haben? Irgendwie schon. Aber gerade würde ich lieber von dir hören, was die Wilderer noch vorhaben. Sicher. Aber ich hoffe, du sagst mir, wenn ich helfen kann. Vor allem nach dem, was du für Wolkenschwinge getan hast. Sagt dir der Name Hornschwanzhalle etwas? Ich fürchte nicht. Warum? Was ist das? Offenbar das bestgehütete Geheimnis der Wilderer. Der Name wurde zweimal genannt, aber sie gingen nie ins Detail. Außerdem habe ich einen von ihnen prahlen hören, wie viel Gold sie verdienen. Sicherlich auf Kosten unschuldiger Kreaturen. Sie haben auch diese Gegend erwähnt und ich dachte, wenn wir uns etwas umsehen, finden wir heraus, was sie im Schilde führen. Wenn du meine Oma triffst, dieser Ausflug hat nie stattgefunden. Keine Sorge, Poppy. Sollte ich deine Oma je treffen, werde ich nichts verraten. Normalerweise sage ich ihr alles. Sie ist meine beste Freundin nach Wolkenschwinge, aber sie weiß, was ich von Wilderern halte. Ich glaube, sie fürchtet, ich könnte etwas Törichtes tun. Wie kommt sie denn nur darauf? Hier lang. Okay, dann folgen wir ihr mal. Bewegung. Oh, ein Centaur. Ein Centaur. Sei vorsichtig. Zwei sogar. Ein ganzes Schloss und Sie möchten ausgerechnet hier lang. Bitte, wir wollen kein Ärger. Wir müssen nur hier durch. Halten Sie uns für dumm, dass wir nicht merken, wie immer mehr von Ihrer Art herkommen, zusammen mit den Wilderern? Mit sowas haben wir nichts zu tun. Im Gegenteil, wir wollen sie aufhalten. Ich hoffe für Sie, dass das stimmt. Unsere Geduld mit den Wilderern und ihren Handlangern wird bald am Ende sein. Okay. Na denn. Er war durchaus charmant. Es hätte schlimmer kommen können. Boah, relativ. Zentauren mögen Zauberer nicht besonders. Und die Wilderer sind da keine Hilfe. Aber warum dachte er, wir hätten etwas mit Wilderern zu tun? Ich habe die Wilderer mit einigen Bewohnern von Hogsmeade sprechen sehen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht sind die Zentauren deshalb misstrauisch. Tja, schauen wir mal. Kommt ja auch immer darauf an, wo du mich jetzt hinführst hier, ne? Tä-tä-tä. Ui. Mal, dass ich einen Sumpfkrattler derart erlebt habe. Es scheint, viele Tierwesen sind in letzter Zeit aggressiver als sonst. Das ist mir auch aufgefallen. Fast so, als wäre was im Wasser. Wer weiß. Wie seltsam. Was denn? Ich weiß nicht, aber sieh dich um. Wenn die Wilderer hier waren, erfahren wir vielleicht warum. Okay. Dann schauen wir uns mal um. Warum haben Sie Ihre Käfige nicht mitgenommen? Tja. Felle. Arme Tierwesen. Das qualmt noch. Auch. Sie können noch nicht lange fort sein. Eine neue Sonnenbrille. Revelio. Das Ding, okay. Das ist Koboldmetall.
Was macht das in einem Wildererlager? Ich sollte Poppy davon berichten. Und vor allem die Größe. Wie ist das? Für ein Troll? Irgendwas Interessantes? Ja. Hier waren Wilderer. Eindeutig. Aber ich habe noch etwas gefunden. Etwas Koboldgefertigtes. Ich habe Koboldrüstungen gefunden. Suchen wir weiter. Aber vorsichtig. Nur Merlin weiß, was hier vor sich geht. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ich auch nicht. So, müssen wir da lang? Was gut. Könnte Kobolde und Wilderer zusammenbringen? Hey, da unten. Ganz klar Wilderer. Aber keine Kreaturen. Was machen die denn hier draußen? Sehen wir uns das näher an. Okay, Moment. Die werden sich nicht freuen, uns zu sehen. Nähern wir uns mit Desillusionierung oder weniger diskret? Schwer zu sagen von hier oben. Sehen wir uns genauer um. Revelio. Was war denn das jetzt wieder? Mucksmäuschen still hier. Nicht. Ich sage dir, Hogwarts hat Glück, dass es Schutzzauber gibt. Okay, wenn du das sagst. So, Freundchen, gute Nacht. Uiuiuiui. Hui. Vergiss Lügen und Betrügen. Keiner ist mächtiger als die Rockwoods. Na dann. Komme ich da nicht rüber? Mann. Oh, hallo. So. Das Ministerium sollte sich nicht gegen die dunklen Künste stellen. Es gibt einfach keinen besseren Schutz. Ta-da-da-da-da. Ich habe bei Crackcroft schon ewig gesehen. Und tschüss. Ups. Der macht einen Abflug. Revelio. Was haben wir da? Ihn haben wir noch. Ich habe keine Ahnung, warum es einen Wirbel um das Wildern gibt. Es gibt genug. Unterstellt mir, was ihr wollt. Ich gehe meinen Teil der Beute in Hogsmeade ausgeben. Aha. Okay, haben wir das geklärt? Oh, fuck. Alter. Der wollte es aber gerade wissen, ey. Wo waren nochmal meine Fallen? In Lower oder in Upper Hogsfield? Na, sag das mal. Das interessiert mich auch. Vielleicht sollte ich mich mal bei Feldcroft nach Beute umschauen. Ich habe schon leisere Zentauren gehört. Findest du? Weißt du denn auch, wo ich bin? Anscheinend nicht. Revelio. So. Papa! Merlin, man könnte meinen, die bewachen hier den Zaubereiminister persönlich. Was geht hier vor? Tja, finden wir es raus. Gute Frage. So, schleichen wir uns mal rüber. Hier ist auf jeden Fall noch jede Menge Zeug. Handschuhe brauche ich nicht. Hier ist noch eine Kiste. Noch ein Sack. So. Und rein hier. Betreten. Was bei Merlins Bart? Sind das... Drachen. Ein Drachenkampfring. Das ist
ist die Hornschwanzhalle. Das erklärt den Namen und die Heimlichkeit. Kein Wunder, dass die Wilderer so oft in Hogsmeade waren. Sie haben dort sicher Wetten angenommen und Zuschauer angelockt, so voll wie es hier ist. Wie kann man an so etwas Spaß haben? Die Zentauren haben wirklich allen Grund, uns Zauberer zu verachten. Hier müssen noch mehr Drachen sein. Die Wilderer sind zu gierig, um nur zwei Drachen gegeneinander antreten zu lassen. Wir sollten ausnutzen, dass die meisten mit dem Kampf beschäftigt sind und uns umsehen. Aber diskret. Besonders du darfst nicht entdeckt werden. Der Meinung schließe ich mich an. Ja, ein eher leiser Ansatz. Du bist ein Tierwesen. Oh, geh da mal hin, so. Was hat Victor sich dabei gedacht mit den... Sorry, keine Zeit, dir zuzuhören. So, Moment, komme ich hier rein? Hm, naja. Okay, dann einmal hier lang. Da ist nichts. Hast du von deiner Familie gehört? Hat sich einer deiner Brüder mittlerweile besonnen? Treten sie uns bei? Sie sagen, wir gehen zu weit, dass wir mit Gewalt nicht bekommen, was wir wollen. Ich sage, wenn auch der letzte Zauberer erdolcht ist, dann habe ich mit Gewalt genau das bekommen, was ich will. Okay. Wenn er das sagt, so. So, an dir vorbei. Ich hab was gehört. Das war auch Sinn der Sache. So, gute Nacht. Ah, hier geht's wieder hoch. Okay. Was ist denn das jetzt hier? Mit dem Schädel oben drüber. Revelio. Junge, Junge, Junge. Warum ist da so ein Blur-Effekt drauf? So, und weiter. Warum ist sie nicht mehr getarnt? Hast du die Kobolde gehört? Ranrock und die Wilderer arbeiten zusammen. Poppy. Da ist etwas hinter dir. Was passiert da unten? Gute Frage. Sie müssen sie gerade gefangen haben. Sie wehrt sich ziemlich heftig. Nicht gerade ein fairer Kampf, wenn sie so angekettet ist. Greifen wir ihr unter die Flügel. Okay. Also jetzt volle Attacke, meinst du? Zack, öffnen. Revelio, wir haben ein Drachenei. Ein Hybride, wie es aussieht. Wir können es nicht hier lassen. Die haben sicher nichts Gutes damit vor. So, noch irgendwas? Nope. Okay. Aufschließen. Hallo. So. Halt, da war's. So. Gut, ich habe das Ei. Okay. Bereit? Das Überraschungsmoment verschafft uns nur ein paar Sekunden. Dann nutzen wir sie. Tja, ab dafür. Halt, was ist hier? Oh, ein bisschen Kohlen und ein mega Powertrank, okay. So.
Und du auch noch, Freundchen. Jetzt haben wir noch die beiden. Na dann. Oh, komm mal her, ja. Noch irgendwer ohne Fahrschein? Nee. Oh, doch. Dich suchen wir doch. Und du hast eine Freundin dabei. Verdammt. Oh, what? Aua, Moment. Komm mal her, ihr Fräulein. Reicht jetzt. Oh, was wird das denn? Komm mal her, ja. Jawohl. Wir haben keine Zeit, wir müssen sie befreien, bevor noch mehr kommen. Wie denn? Achso, Moment. Es war ein schwarzer Hybride. Das Ei in unserem Besitz gehört wohl dem Drachen. Sie wusste sicher nicht, dass sie es hatten. Ansonsten wäre sie nie gegangen. Was jetzt? Sie hat uns ja keine Einladung gegeben. Ich weiß es nicht. Heute kam alles anders als erwartet. Erst die Kobolde, dann der Kampfring. Und ein Drachenei ist das Letzte, mit dem ich gerechnet hatte. Und die Wilderer haben uns gesehen. Das ist nicht gut. Meinst du, die Wilderer könnten sich rächen wollen? Nach all dem Ärger, den sie mit uns hatten? Wir sollten davon ausgehen. Die sind nicht gerade nachsichtig. Leider hast du aufgrund unserer Taten jetzt eine noch größere Zielscheibe auf dem Rücken als vorher. Da das Drachenweibchen weggeflogen ist, können wir das Ei behalten? Besser wir als die Wilderer, zumindest vorerst. Aber ich finde nicht, dass wir es dauerhaft behalten sollten. Vor Professor Weasley können wir es jedenfalls nicht ewig verstecken. Herumstehen hilft uns auch nicht. Bringen wir uns in Sicherheit, dann besprechen wir alles. Stimmt. Wenn die Wilderer etwas können, dann ihre Beute aufspüren.
Und im Moment sind das wir. Pass auf, ja? Okay. Wir sehen uns dann später im Schloss. War ja halbwegs dramatisch, muss ich sagen. Revelio. Junge, Junge, Junge. Noch eine Sonnenschutzbrille. Okay. Dann, jetzt will ich einmal kurz gucken, was habe ich denn hier alles an neuer Ausrüstung. Hä? Bringt nichts, bringt nichts. Nicht identifiziert. Okay. Okay, und hier haben wir noch was, aber das bringt mir gar nichts. Gut. Okay. So viel dazu. Dass Sie den Verwandlungszauber lernen, nachdem Sie die nötigen Aufgaben erfüllt haben, die nützlich sein werden, um Ihr Handbuch zu vervollständigen, besuchen Sie meinen Unterricht. Danach besprechen wir Ihren bisherigen Fortschritt. Sehr schön. Was ist das? Wollgras Sumpfkrattler. Okay. Alter, die halten aber was aus. Oh shit! Moment, ich will aus dem Wasser raus. Oh shit, und ja, der nächste, danke. So. Mann. Mehr hier. Dann los, willst du nicht? Da kommt er. Komm mal ran hier. Okay. Junge, Junge, was für Viechers. So, haben wir hier noch was? Sieht erstmal nicht so aus. Okay. Dann mal kurz in die Aufgaben gucken. Professor Weasleys Aufgabe. Yep. Das wäre das nächste. Gut. Sammle die Handbuchseite zum unterirdischen Hafen. Alle Klärchen. Aber, ne, wo wir die finden und was danach noch alles kommt und auf uns wartet, das seht ihr in der nächsten Folge am Montag.